Mal bekommen Filme keine Aufmerksamkeit, mal große und manchmal werden Filme überall heiß diskutiert. Mal aufgrund von anzüglichen Szenen, mal sind es Bibelverfilmungen und manchmal lösen Filme auch politische Diskussionen aus. Die Interview sorgt im Moment, besonders auf politischer Ebene, für eine Menge Furore. Wir haben uns das zum Anlass genommen und blicken auf die Geschichte der Skandalfilme. Die größten Kontroversen haben wir für euch rausgesucht und dabei waren Filme wie Human Centipede oder Der andalusische Hund mit seiner berühmten Augapfelszene noch nicht einmal dabei. Viel Spaß in unserer Top 7 der Skandalfilme. Der 2006 erschienene türkische Film Tal der Wölfe Irak, der auch die sogenannte Sack-Affäre behandelt, löste weltweit heiße Diskussionen aus. Ein Agent des türkischen Geheimdienstes reist in den Irak, um die als Demütigung der Türkei erlebte Sack-Affäre an den US-Truppen zu rächen. Die Affäre beschreibt einen Zwischenfall, der sich kurz nach dem Ende des Irakkrieges ereignete. Dort wurden türkische Soldaten, die im Norden vom Irak in Zivilkleidung operierten, von US-Soldaten gefangen genommen, mit Säcken über den Kopf abgeführt und verhört. Zum Film gab es unterschiedliche Reaktionen von Politikern. Edmund Stoiber forderte seinerzeit, diesen rassistischen und anti-westlichen Hassfilm sofort abzusetzen. In der Türkei war der Film einer der erfolgreichsten aller Zeiten und auch in Deutschland haben den Film über 260.000 Menschen gesehen. Der von den Produzenten als Satire bezeichnete Streifen landet deshalb auf unserem Platz Nummer 7. Die Passion Christi beschreibt die Zeit des Jesu von Nazareth von der Verurteilung und Kreuzigung durch die Römer bis hin zur leiblichen Auferstehung. Die Inszenierung von Regisseur Mel Gibson geriet vor allem wegen expliziter Gewaltdarstellung in Kritik, die in diesem Ausmaß bis heute bei Bibelfilmen nicht üblich ist. Auch wird dem Film Antisemitismus vorgeworfen. Passend dazu wurde Gibson selbst kurz nach der Veröffentlichung des Filmes wegen Alkohol am Steuer von einer Polizeistreife festgenommen und hat dabei auch mit antisemitischen Tiraden auf sich aufmerksam gemacht. Somit landet die Bibelverfilmung bei uns auf Platz Nummer 6. Dieses Filmdrama von 1977 erzählt vom sexuellen Erwachsenwerden der jungen, erst 12-jährigen Laura. Erste sexuelle Annäherungen, die schon bald zu einer sklavischen Hingabe von Laura an ihren Spielkameraden Fabrizio werden. Die seltsame Beziehung wird jedoch bald gestört, als die arrogante Silvia zu den beiden dazustößt. Noch heute ist der Film, bei dem unter anderem Jürgen Drews die Musik beigesteuert hat, sehr umstritten. Die 10 Minuten kürzere Ab-18-Fassung wurde 1984 indiziert. Die Originalfassung mit den Sexszenen wurde 2006 vom Amtsgericht Karlsruhe nach dem Paragraf 184b StGB, das die Verbreitung von kinderpornografischen Schriften verbietet, in Deutschland beschlagnahmt. Die Darstellerin der Silvia, Eva Ionesco, sorgte aber auch außerhalb des Films für Aufmerksamkeit. Mit gerade mal 11 Jahren war sie das jüngste Nacktmodel in der italienischen Ausgabe des Playboys und auch der Spiegel nahm ein Jahr später für seine Titelseite ein Aktfoto der pubertierenden Schauspielerin. Spielen wir Liebe landet damit auf unserem Platz Nummer 5. Ein ehemaliger Pornodarsteller bekommt von seinem Filmproduzenten ein Angebot, die Hauptrolle in einem Avantgarde-Film zu übernehmen. Erst während der Dreharbeiten merkt er, dass er vor laufender Kamera eine Frau vergewaltigen und enthaupten soll. Und allein dabei soll es nicht bleiben. A Serbian Movie fällt vor allem wegen der extremen Gewaltdarstellung an Kindern und Frauen und der Andeutung der Kinderpornografie auf. Weltweit wird der Film zu Recht kontrovers beurteilt. Die Ausrede des Regisseurs, den Inhalt und dessen Darstellung mit Anspielungen auf politischen und sozialkritischen Themen zu begründen, hilft da auch nicht wirklich. In Australien ist der Verkauf des Films verboten. Bei uns reicht es für diesen zu Recht diskutierten Film für den Platz Nummer 4. Die schwangere Alex wird auf dem Heimweg von einer Party brutal vergewaltigt und verletzt, sodass sie ins Koma fällt. Zwei ihrer Freunde nehmen selbst die Ermittlung auf und sinnen nach Rache. Der Film von Gaspar Noé gilt als verstörend und wird als kontrovers diskutiert. Neben der sehr brutalen Szene, in der einem Mann mit einem Feuerlöscher das Gesicht mit mehreren Schlägen zu Brei geschlagen wird, ist es vor allem die Vergewaltigungsszene, die den Film in Kritik geraten lässt. Sie wird in einer 10-minütigen Plansequenz dargestellt und sorgt durch die herrschende Stimmung und Intensität bei jedem für ein extrem mulmiges Gefühl in der Magengegend. Bei der Premiere in Cannes des rückwärts erzählten Films verließen bereits nach der ersten Szene rund 200 der 2400 anwesenden Zuschauer den Saal. Irreversibel landet damit auf unserem Platz 3. Kaum ein Film hat in den letzten Jahren solch eine Debatte hervorgerufen wie The Interview. Der Film beschreibt einen Mordkomplott der CIA gegen Nordkoreas Staatsoberhaupt Kim Jong-un. Diese fiktive Geschichte hatte zur Folge, dass Sony im November 2014 gehackt wurde und Unmengen an pikanten E-Mails und Filmen an die Öffentlichkeit gerieten. Im Dezember drohte die bislang unbekannte Gruppierung Guardians of Peace mit Anschlägen auf jedes Kino, in dem der Film gezeigt wird. Sony sagte daraufhin den Kinostart weltweit ab. Der Film wurde dann zunächst am 25. Dezember als Stream im Netz veröffentlicht und kommt nun doch wie geplant in die Kinos. Selbst US-Präsident Barack Obama meldete sich zu Wort und sprach für die Veröffentlichung des Films aus. Die Kontroverse von The Interview schafft somit unseren Platz Nummer 2. Was können wir für Sie tun? Die CIA wäre entzückt, wenn Sie beide ihn ums Eck bringen würden. Ums Eck bringen? In der Eckkneipe? Nein, nein, nein. Ums Eck bringen. Sie wollen, dass wir den Führer von Nordkorea töten? Ja. Was?
Viel ist über den 2012 nur in Teilen erschienenen Low-Budget-Film nicht bekannt. Die meisten Ausschnitte zeigen eine überwiegend verspottende und abwertende Interpretation des Lebens und Wirkens des Religionsstifters Mohammed. Weltweit wurde der Film von vielen Muslimen als beleidigend empfunden und es gab anschließend Proteste in mehreren arabischen Ländern. Insgesamt kamen dabei 30 Menschen ums Leben, darunter auch der US-amerikanische Botschafter in Libyen. Es wird angenommen, dass der Film von seinen Drehbuchautoren und Produzenten als eine bewusste Beleidigung und Provokation der islamischen Welt angelegt war. Selbst die meisten Schauspieler distanzierten sich in einer gemeinsamen Presseerklärung von diesem Film und meinen, dass sie getäuscht worden sind. Sie sagen weiter, dass der Film im Skript Desert Warrior genannt wurde und keinen Bezug zur islamischen Welt hatte, sondern lediglich über das Leben vor 2000 Jahren berichten sollte. Dies sei alles erst nachträglich eingefügt und schlecht neu synchronisiert worden. Dieser Film in Trashmantel ist unser Skandalfilm Nummer 1. My lady? Oh, don't finish it! Oh.